Herzlichen Dank, Herr Heilmann. Nach dieser ersten Success Story möchte ich überleiten zu einer zweiten Success Story. Und es freut mich, Frau Sabine Kruse bei uns zu begrüßen. Sie ist die Leiterin der weltweiten wissenschaftlichen Bibliothek der Merck KGaA. Und sie ist aufgewachsen im Norden Deutschlands, hat dann in Köln das Studium des Bibliothekswesens absolviert und ging dann nach ihrem Studium 1988 zuerst zur Firma Henkel in Düsseldorf, die nicht nur in Deutschland bekannt ist. Sie hat dort den Wandel von einer reinen wissenschaftlichen Printbibliothek zu einer wissenschaftlichen Bibliothek, die auch ein virtuelles Angebot hat und auch Bestände einer Werksbibliothek zu verwalten hatte, miterlebt. 2009 hat sie dann zur Firma Merck in Darmstadt gewechselt. Neben dem ihr schon vertrauten Bereich der Chemie kamen auch dann die Fachgebiete Medizin und Pharmazie hinzu. Und bei Merck war zu diesem Zeitpunkt der Wandel zu einer virtuellen Bibliothek bereits vollzogen. Sie wird zu uns zum Thema sprechen, hätte ich das bloß früher gewusst, Herausforderung eines Informationsdienstleisters in einem global agierenden Unternehmen. Bitte, Frau Kruse. Okay. Gut. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hätte ich das bloß früher gewusst, ist Thema meines Vortrags. Das gilt natürlich für viele Dinge des Lebens, wo man hinterher sagt, hätte ich das bloß früher gewusst. Aber das ist eine Äußerung vieler meiner Kunden nach einem, wie auch immer, gearteten Informationsmeeting. Und das heißt erstmal, okay, es ist ein positiver Ausspruch. Wir haben was vermittelt, wir haben einen Aha-Effekt transportiert und erzielt, aber das heißt auch, wir haben Defizite. Viele dieser Kollegen sind nämlich schon etliche Jahre in der Firma gewesen und wussten über unsere Angebote teilweise wenig bis gar nichts. Und ich denke, da müssen wir sehr viel mehr dran arbeiten als Information Professionals, dass wir sichtbar sind, dass wir uns nicht im virtuellen Zeitalter in den Büros verstecken, nur noch per Telefon, per Handy, per E-Mail zu erreichen sind, sondern wir müssen sichtbar sein, wir müssen nach draußen gehen, unsere Angebote in Richtung der Kunden transportieren. Ganz kurz ein Überblick über den Kontext, in dem wir tätig sind. Die Firma Merck besteht seit 1668, nennt sich das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Wir feiern also in ein paar Jahren unser 350-jähriges Bestehen. Und es fing, wie gesagt, mit der Apotheke an. Inzwischen ist es sehr viel mehr. Wir haben einmal die Entwicklung der verschreibungspflichtigen Medikamente im Bereich Onkologie, Multiple Sklerose etc. Dann haben wir den Bereich Consumer Health. Das sind Produkte, die Sie vielleicht auch kennen. Der Kütterbalsam, der Indianer in der Werbung, Cebion, Nasivin etc. Dann gibt es den Bereich Merck Millipore. Das ist Bioscience-Laborgeschäft. Also ich würde mal behaupten, in fast jedem Labor auf dieser Welt werden auch Merck-Produkte eingesetzt. Das sind kleine Teststreifen, irgendwelche Kits etc. Und was den meisten nicht so bewusst ist, wir haben einen Bereich Performance Materials, Liquid Crystals. Haben wir alle in jedem Bildschirm, in jedem Fernseher, in jedem Handy. Und dann Pigments und Cosmetics, also auch da gibt es ein breites Anwendungsspektrum. Dazu gehören natürlich noch die Konzernfunktionen, da passen auch wir hin. Das heißt, wir sind nicht einem Bereich zugeordnet, sondern wir arbeiten für alle.
was unser Betätigungsfeld natürlich sehr, sehr heterogen macht. Also wir haben natürlich auch jede Menge Business Information noch zu bieten. So ist die Aufstellung der Firma Merck, 40.000 Mitarbeiter, 158 Orte in 66 Ländern und alle diese Menschen sind Kunden in irgendeiner Weise. Global Scientific Library, wir in der Bibliothek sind ein Team von 6 Leuten. In der großen Informationsabteilung haben wir aber noch zusätzlich 10 Rechercheure, die dann wirklich Auftragsrecherchen machen. Wir haben noch extra eine Abteilung, die sich speziell mit Business Information beschäftigt und da auch Finanzrecherchen und so weiter durchführt. Und wie gesagt, Kunden kommen aus aller Welt. 98% des Budgets werden für elektronischen Content und Datenbanken eingesetzt. Wir haben relativ wenig Print. Wir haben noch ein paar Tageszeitungen in Print sprengen. Wir haben natürlich den einen oder anderen Umlauf auch noch, aber wir sind im Prinzip eine hundertprozentig elektronische Bibliothek. Gut, der Wandel. Wir sind virtuell. Die Leute kommen nicht mehr zu uns. Wir haben Kontakt nur noch per Telefon oder per E-Mail. Und wie wir oft bei diesen Meetings sehen, die Leute kennen uns nicht, sie nutzen das, was sie einfach finden, sie nutzen Google, sie nutzen Wikipedia und es ist manchmal erschreckend, was dabei rauskommt. Wie kann man uns finden, wenn wir keinen Platz mehr haben? Das ist natürlich als erstes mal die Homepage. Klar, muss klar strukturiert sein. Platzierung innerhalb der Homepage ist, denke ich, wahnsinnig wichtig. Ist bei uns immer ein sehr großes Problem, dass wir uns auf der ersten Seite platzieren können, weil wir haben wenig Mitspracherecht, wir haben auch keine große Lobby als Informationsdienstleister. Es passiert sehr schnell, dass man in die dritte Ebene rutscht und die Leute uns einfach nicht finden. Noch größer ist die Herausforderung, wenn es nicht nur ein Intranet gibt, sondern 5 bis 7 bis 10. Jedes Land, jede Sparte, jeder hat ein eigenes. Das ist unser Intranet. Wir haben es versucht, relativ klar zu clustern, mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten. Und zu finden sind wir tatsächlich, und das freut mich, das ist noch nicht lange so, das haben wir seit 2 Jahren, wirklich auf der ersten Seite des Intranets hier haben wir einen Button. Man findet uns natürlich auch über A bis Z oder dann hier bei den Datenbanken. Wir haben lange dafür gekämpft, dass uns das wenigstens gelungen ist. Das Intranet wird gerade wieder überarbeitet. Wir kriegen ein komplett neues. Dieser Kampf geht weiter und fängt wieder von vorne an. Das sind nur ein paar Ausschnitte von Intranet-Seiten aus unterschiedlichen Ländern. In den USA haben wir es sowohl bei der Merck Serono, bei der Gesundheitssparte geschafft, auch ganz vorne hinzukommen, auch bei Medicor. In China keine Spur. Und auch hier sind wir nicht mal ansatzweise zu finden. Also diese Kollegen haben echt ein Problem. Gut, heißt es, wenn die Homepage gut organisiert ist, leicht auffindbar, werden wir dann eingesponnen, verstauben wir, sind wir nur noch irgendwo im Hintergrund? Ich glaube nicht, wir sind für unsere Kunden wichtiger denn je. Unsere Arbeitsweise muss sich den veränderten Nutzungsverhalten und der internationalen Kundschaft einfach anpassen. Wie schon gesagt, sie kommen nicht mehr zu uns, wir müssen uns auch aktiv, es kommen auch natürlich immer noch welche, aber wir müssen uns aktiv in die Abteilungen einbringen, wir müssen sichtbar sein, an Veranstaltungen teilnehmen. Das bedeutet viel Aufwand. Es ist keine Routine, man muss sich immer wieder neu positionieren, man muss immer wieder neu versuchen, Kontakte zu knüpfen. In so einem globalen Unternehmen wechseln die Leute sehr häufig. Es ist eine große Rotation, speziell in China oder in den USA, Hire and Fire. Also das ist immer eine neue Herausforderung. Und es ist einfach so, jeder hat inzwischen im Studium oder auch durch Learning by Doing gewisse Grundkenntnisse.
und findet meistens irgendeine Information. Es ist selten so, dass einer komplett ohne Information rausgeht. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Wir geben viel Geld aus für hochwertige Datenbanken, die natürlich hinter dieser, in dem Fall Paywall sind. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass außerhalb der Auftragsrecherchen unsere Kunden, die einfach viel selbst machen möchten und wollen und müssen, weil wir können nicht 40.000 Leute aus der Informationsabteilung versorgen, das geht gar nicht. Die müssen vernünftig damit umgehen können. Die Datenbanken werden immer komplexer. Es gibt kontinuierlich neue Funktionalitäten, neue Module und man braucht einfach regelmäßige Updates, um mit diesen Tools weiterhin vernünftig arbeiten zu können. Deswegen ist unser Fokus Training, Training, Training. Gut, da gibt es natürlich unterschiedliche Arten so eines Trainings. Mir am liebsten sind natürlich erstmal die Einzeltermine, ne, wo jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem und wir gucken zusammen, wie können wir das lösen, welche Tools sind zur Verfügung, wie kannst du mit diesen Tools arbeiten, um die benötigten Informationen da rauszubekommen. Aber klar, können wir nicht 40.000 Einzeltermine machen, funktioniert nicht. Wenn wir im ersten Einzeltermin einen guten Erfolg erzielt haben, ist es oft so, dass die Leute sagen, ach, können Sie nicht mal zu uns in die Abteilung kommen? Mache ich gerne. Ist meine allerliebste Aufforderung, weil da habe ich einen sehr homogenen Nutzerkreis. Ich kann sehr fokussiert auf ihre Bedürfnisse unsere Services vorstellen. Und das ist gigantisch, wenn man so eine Einladung erhält. Das kann natürlich nicht immer vor Ort sein, weil wir arbeiten international. Die Teams sind sehr global aufgestellt, die sind auf der ganzen Welt. Das heißt, das Gleiche muss auch per WebEx gemacht werden. Das ist dann effektiv, wenn es von Chef oder einem Teammitglied initiiert ist, weil dann sind die Leute auch wirklich bei der Sache. Dann gibt es natürlich die generellen Informationsveranstaltungen. Sowas wie Library Days, sowas wie Lunch and Learn. Das haben Sie sicher alle in irgendeiner Weise schon gemacht, das muss ich Ihnen gar nicht großartig erzählen. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Es kommt auch ein bisschen auf die Unternehmensphilosophie an, auf die Unternehmensgröße. Lunch and Learn funktioniert bei uns relativ schlecht, weil wir haben ein riesiges Gebiet. Die Leute brauchen 10 Minuten, um zu uns zu kommen, wenn sie laufen müssen. Also es funktioniert einfach nicht so gut. Unsere amerikanischen Kollegen in der Business Information, die machen das manchmal, weil das ist viel kleiner. Da sind alle in einem Haus und da funktioniert das. Da sieht man sich, das ist eine gute Sache. Neueinsteigerseminare, nach meiner Ansicht ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Was wir schon mal ganz gut bei Merck etabliert hatten, also es gab eine dreitägige Veranstaltung von neuen Mitarbeitern, wo die informiert wurden, wie sie an Informationen kommen. Die Bibliothek oder die Informationsabteilung hatte einen Slot, wollen wir sagen. Wir hatten also so eine Art Marktplatz. Und die neuen Leute könnten direkt sehen, was gibt's. Und diese Kontakte, die bei diesen Veranstaltungen geschlossen wurden, die halten. Die Leute kommen immer wieder zurück und die kommen mit ihren Kollegen, die entwickeln sich in der Hierarchie, die kommen mit ihren Abteilungen hinterher und das ist meiner Meinung nach eine super Sache. Wir hatten Restrukturierung, es ist eingestellt worden. Es ist mir bisher nicht gelungen, es wieder ins Leben zu rufen. E-Learning-Plattform ist auch ein Thema. Ich selber bin so ein bisschen zwiespältig. Das kann funktionieren. Ich denke, die persönliche Kommunikation ist immer noch sehr, sehr wichtig. Und wenn man E-Learning-Plattform macht, dann sollte das ganz niedrige Hürden haben bei der sowohl Nutzung als auch Einstiegsbarrieren. Bei uns ist es so, das E-Learning-Plattform, da muss man erstmal einen Kurs machen, dass man überhaupt da drauf kann. Und dann sagen die meisten, keine Zeit. Okay, das können wir eigentlich kurz machen. Jeder weiß, wie er an seine Leute rankommt. Das funktioniert unterschiedlich gut.
Aber das, was auch meine Vorredner schon gesagt haben, kommt natürlich auch bei uns ganz klar raus, die Kunden haben keine Zeit. Man lädt ein zu einer generellen Präsentation, man lädt 75 Leute ein, 35 sagen zu, 5 sagen am selben Morgen noch ab, 17 kommen. Und das ist ein guter Schnitt. Also die Leute sind so, die Dichte der Arbeit ist so hoch, die Leute sind in Meetings, die reisen, sie haben einfach keine Zeit. Das heißt, wir müssen Anstrengungen unternehmen, um unsere Angebote für die Nutzer möglichst einfach zugänglich zu machen. Und was ist mein Anliegen? Die Trainingsangebote müssen einfach sehr viel besser strukturiert sein. Sehr viel granularer und den einzelnen Nutzergruppen sehr viel mehr angepasst werden. Weil nur so halte ich die Leute dann bei der Stange und so kommen sie auch. Das erfordert natürlich eine hohe Vorbereitung auf unserer Seite bei den Infopros, aber auch bei den Anbietern. Da kann man nicht das normale Training aus der Tasche ziehen, mit dem man auch gestern schon bei Firma XY war. Das funktioniert nicht. Und ich hoffe sehr, dass unsere Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, auf diesen Zug mit aufspringen. Wir haben jetzt schon ein paar Versuche gemacht, die sehr gut funktioniert haben. Und der Anfang ist natürlich die Einladung und da sollte man eigentlich schon speziell die Fragestellung, die man für diese spezielle Zielgruppe mit dem Produkt lösen kann, erwähnen. Sodass sie sagen, hoppla, das ist ja mein Alltag, da könnte ich mal hingehen. Dann direkt in Kalender versenden, das sind so Binsenweisheiten. Aber es ist wichtig, wenn man es nicht macht, die Leute haben es sofort wieder aus dem Kopf. Ne? Es geht nicht. Es ist gut, die Namen der Eingeladenen nicht zu verbergen. Denn je mehr Kollegen da sind, wenn auch doch der Chef eingeladen ist, super, dann gehe ich hin. Der Chef sagt, ach, Sie haben da 3 Leute von mir vergessen. Ist mir auch schon passiert. Ich denke, ist eine gute Sache, das stehen zu lassen. Habe ich schon gesagt, nicht ein PowerPoint für alle Fälle. Und das ist immer ich verstehe die Intention unserer Anbieter. Sie wollen auch andere Produkte ins Spiel bringen. Sie möchten auch über das berichten, was wir nicht lizenziert haben, was wir nicht zur Verfügung haben. Aber das hilft uns in dem Moment nicht weiter. Die Leute driften ab. Wenn sie nicht nach spätestens 15 Minuten ihren persönlichen Alltag haben, dann sind sie weg. Dann sind die Smartphones draußen, die E-Mails werden gecheckt. Und dann geht man auch, einfach mittendrin. Okay, WebEx-Sessions sind nicht zu vermeiden. Gefahr ist allerdings groß, dass die Leute sich wirklich zwischendurch, die loggen sich ein, das geht noch, und dann sind sie weg. E-Mails, man kennt das. Hinterher fragt man, any questions, no questions, weil die Hälfte mindestens schon ausgestiegen ist. Okay, wir haben mal so ein WebEx-Training konzipiert mit einem Anbieter im Bereich Business Intelligence, speziell für den Pharma-Bereich. Und das haben wir zusammen mit Competitive Intelligence gemacht, weil ich finde, dass diese Case Studies, die müssen natürlich einen sehr, sehr realistischen Hintergrund haben. Und die Kollegen dort kriegen ja viele, viele Anfragen. Das heißt, die haben wirklich die Case Studies zusammengestellt. Wir haben mit den Anbietern das Ganze besprochen. Die Planung, 4 Vorbereitungssitzungen und 3 interne Meetings bei Merck. Es war aufwendig, aber es lohnt sich. Wir haben jetzt erstmal für dieses spezielle Training immer 4 Termine in unterschiedlichen Zeitzonen gemacht und werden das auch noch aufzeichnen, damit es für Kollegen, die nachkommen, die neu eingestellt werden, die wechseln, zur Verfügung steht. Vorstellung, so lief es ab. Dann haben wir erstmal das Konzept gekürzt. Wir haben unsere Case Studies eingebunden. Wir haben versucht, auch möglichst aus jedem Bereich, jede Indikation, die da angesprochen ist, ein Beispiel zu finden,
weil es gibt Kollegen, die sagen, die arbeiten im Bereich MS-Forschung. Wenn ihr nur über Onkologie redet, dann mache ich nicht mit. Ich meine, normalerweise sollte man sagen, diese Transferleistung müsste möglich sein. Ne? Aber die Reaktion ist einfach so. Deswegen, okay, jeder Bereich ein Beispiel, damit jeder sagt, okay, aha, aber für mich ist auch was drin. Dann haben wir das Ganze wirklich nochmal präsentiert als PowerPoint und dann haben wir nochmal wieder einige Folien gestrichen, haben Dinge rausgenommen, die wir nicht in der Lizenz haben, damit es auch wirklich nur die Dinge erwähnt werden und die wir auch haben. Okay, dann haben wir das Ganze mal als Realtime gemacht, weil natürlich ein hoher Online-Anteil dabei war. Und das kann man ja vorher in PowerPoints nicht sehen. Wie machen die das? Und wenn man vorher den Trainer nicht kennt, dann kann das richtig nach hinten losgehen. Es sind leider nicht alle Trainer gut. Nicht alle Trainer kennen ihre Produkte gut. Die werden da reingeschmissen und sagen, hier, mach mal, du kannst doch auch Produkt X, die wollen Training, der eigentliche Trainer hat keine Zeit, geh mal du. Und wir haben sowas schon erlebt. Und ich bin der Meinung, besser kein Training als ein schlechtes. Weil wenn wirklich so ein Desaster-Training dabei rauskommt, dass die ersten drei Fragen nicht beantwortet werden können und man verweist, dass man zurückkommt mit der Antwort, dann ist A, das Training gelaufen und B, das Schlimmere ist, das Produkt ist erstmal verbrannt. Man muss einfach dann wahnsinnig viel Aufwand reinstecken, um dieses Produkt wieder und seinen guten Content wieder an die Leute zu bringen. Und deshalb haben wir das wirklich online getestet. Also der Trainer hat es einfach als eine Webex-Session gemacht. Und wir haben festgestellt, auch für ihn war es gut. Er hatte nämlich wirklich Defizite, die Fragen sehr stringent zu beantworten aus unseren Case-Studies. Und hat sich nochmal hingesetzt und hat gesagt, okay, ich kann jetzt hier nicht wie ein Wilder rumsuchen, weil das ist nicht das, was die Leute sehen wollen. Ich muss schon genau wissen, okay, ich nehme für diese Frage das Produkt, für diese Frage das Produkt oder Modul. Wir haben es gemacht, es hat sehr gut funktioniert. Das war der Anfangspunkt, 45 Minuten PowerPoint-Folien, wo er über alle seine Produkte gesprochen hat. Und dann sollten es 10 Minuten Live-Präsentation sein mit 2 Case-Studies und 5 Minuten Kommunikation mit den Teilnehmern. Rausgekommen sind 15 Minuten Produktpräsentation und auch gleich, wo finde ich es bei uns im Intranet? Wie komme ich rein? Muss ich mich registrieren? 35 Minuten Live-Präsentation mit wirklich fundierten Beispielen und den Wegen dahin zur Lösung meiner Frage oder meines Problems. 10 Minuten Kommunikation mit den Teilnehmern. Und ich denke, so sollte ein gutes Training aussehen. Also nur so bleibt was hängen. Das haben wir auch schon mit On-Site-Veranstaltungen gemacht. Also das ist nicht nur per WebEx, weil das funktioniert natürlich klar auch mit Trainern, wenn man ein Meeting hier hat, wo die Leute vor einem sitzen. Wichtig ist nur, dass man heterogene Nutzergruppen hat, damit man vernünftig diskutieren kann. Okay, das Feedback war sehr positiv. Es gab sofort Nachfragen nach den Aufzeichnungen und den PowerPoint-Slides. Und wir werden so weitere Folgeveranstaltungen planen. Das Fazit, was ich gerade ziehen möchte, ist, wir haben knappe Zeit bei Nutzern, knappe Budgets bei den Bibliotheken und dafür müssen wir Sorge tragen, dass das, was wir einkaufen, auch genutzt werden kann von unseren Usern, weil wenn sie es nicht nutzen, kommen die Controller, sagen, können wir streichen, am Ende hat keiner was davon. Also ich denke, wir müssen wirklich uns bemühen, die Kunden gut zu trainieren, zu den Kunden zu gehen. Und wenn alle diese Faktoren perfekt harmonieren, können wir und wir die Nutzer effektiv trainieren können und können wir sie wirksam bei ihrer Arbeit unterstützen. Und im besten Fall steht am Schluss das Feedback,
Hätte ich das bloß früher gewusst. Ja, vielen Dank.